Einen wunderschönen guten Morgen. Tag 6 beginnt. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir machen uns schon was zu trinken. Cappuccino, Kaffee. Bestes Leben, Cappuccino, Croissant. Seht ihr das? Ja, in die Richtung fahren wir auch. Wir befinden uns jetzt, ich blende es unten ein. Unser Abendessen. Wir sitzen hier gechillt, gesaved von einem Bunker. Also Moment. Hier schön das Meer. Momentan ist komplett Ebbe. Und hier ist eine Muschelzuchtstation. So habe ich mir meinen Urlaub vorgestellt. Einen wunderschönen Abend geht zu Ende. Wir haben schön gegessen. Waren bis da hinten. Mittlerweile, ihr seht ja, die Flut kommt. Ich nehme auch mit dem Handy auf. Die Qualität ist schlechter und so weiter. Blablabla. Muscheln waren wir sammeln. Jetzt gehen wir gleich zu unserem Schlafplatz suchen. Da melde ich mich vielleicht nochmal zu Wort, wenn nicht. Ciao. Tschüss. So Leute, oh, man sieht ja gar nichts mehr. Gute Nacht. Tag 6 zu Ende. So gegen 3.30 Uhr wurde ich gerade geweckt, vor eben ein paar Minuten. Meinen Mitstreitern ist zu kalt. Die haben die Segel gestrichen, die sind zurück ins Auto. Schade. Jetzt wärmen die zwei sich im Auto auf, verbringen die restlichen paar Stunden im Auto.
Ich kuschel mich jetzt wieder in meinen Schlafsack und morgen geht Tag 7 los, hoffentlich mit guten Laune und jo, ciao. Einen schönen guten Morgen. Jo, Tag 7. Fängt nicht so toll an wie die Tage davor. Es steht jetzt Regen an für die nächsten 6 Stunden. Nee, gar nicht wahr, 5 Stunden. Und danach wieder mal Sonnenschein und tralala. Aber erstmal müssen wir den Regen, das Gewitter, das ankommt, überstehen. Ich habe nicht den perfektesten Platz. Ihr könnt euch vielleicht noch an letzte Nacht erinnern. Ja, es zog ziemlich kalt. Ich habe überhaupt nicht gefroren. Also ich habe ja wie gesagt hier oben geschlafen. Es war echt, es war traumhaft, wirklich. Der Wind war nicht ganz ohne. Die zwei haben scheiß Equipment, was Zelten angeht, also Isomatte, Müll und Schlafsack. Ihre Schlafsäcke sind einfach nur ein Witz. Und also das jetzt nicht persönlich nehmen, Leute, wenn ihr euch das anschaut. Es ist einfach nur Tatsache, ja, und auch kein Vorwurf. Wir haben es jetzt getestet, das war jetzt die erste Nacht, wo wir draußen gepennt haben. Das war definitiv ein Fail für beide. Die haben heute Morgen geschlottert wie die Weltmeister. Und ich befinde mich wieder an dem schönen Platz von gestern. Es ist ungefähr 10 Uhr mittlerweile und schaut euch mal diese Raupis an. Haben sich total zusammengekauert. Mein Gimbal kriegt Krebs. Wie geht's euch? Beschissen? Kalt. Auf der Skala von 1 bis 10. So, eine 7 kommt hin. Angekommen am Campingplatz. Erstmal kochen. Seid ihr hungrig? Ja. Jo. Einen neuen Freund haben wir auch schon. Eine neue Freundin. Na, Mieze. Momentan herrscht voll der Sturm. Seht ihr das? So sieht Tag 7 aus. Ein bisschen chillen. Und dann gehen wir baden. Dein Mann tot? Der liegt da. Gut, das ist der Pool. Ich stehe zu weit unten. Blöd. Einfach auf dem Campingplatz. Kalt! Es ist sehr kalt. Es soll angeblich 27 Grad sein. Ja, okay. Wir gehen duschen. Wo ist sie denn? Ihr kennt es ja alle. Die Zweitakter fahren. Das gute alte Reisemobil braucht Öl. Also wo ich losgefahren bin, habe ich hier 1,1 Liter reingemacht. Am Meer angekommen, 500 Liter nachgefüllt. Und jetzt habe ich es nicht mehr weit. Da rufen wir noch mal was rein. Ach, jetzt schaue ich mir den Campingplatz mal richtig an, weil der bietet nicht nur leere Plätze, sondern eben sowas noch. Süß, oder? Wir sind am Kochen, werden jetzt Bolognese machen. Und haben einen kleinen Gast mal wieder. Und da werden gerade leckere Würstchen angebraten. Oder nee, Salami. Leckere Salami mit Kopf. Guten.
heute Morgen. Auf dem Campingplatz sind meine Nachbarn Arschlöcher. Also nicht meine Mitfahrer, sondern ja. Du Sonne. Seid ihr schon wach da drüben? Wie kann man so schlafen? Gleich gibt's Frühstück. Die sieht gut aus. Leckeres Frühstück. Jo, die Quarz ist beladen. Das Auto auch. Und alles abgebaut. Ist das nicht ein cooles Zelt? Das kann man hier mieten. Für ein paar Euro mehr. Gefüttert. Gesmoked. Und jetzt geht's gleich weiter ins Meer. Noch 6 Kilometer. Wash my teeth up, wash my face. Bam. Start my day. Wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face. Throw my clothes on, start my day. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. Let's go, see the sun shining from the windows. Okay, I know that today'll be a good day. Okay, I know that today'll be a good day. A, B, C, 1, 2, 3. Drink some water, brush my teeth. Get out of bed and I stretch. Bed and my hair is a mess. Look through my clothes for a fit. Anything I do is drip. Feel like a kid when I'm TikTok and I still keep it real as it is. I show my age, I don't switch often. I'm just as a dad as it gets. Try taking naps with my kids talking. I'm guessing this life how it is. Ja, 1,6 Kilometer vorm Ziel. Die letzte Etappe der Jahrestour. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face. Throw my clothes on, start my day. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. Let's go, see the sun shining from the windows. Okay, I know that today'll be a good day. Okay, I know that today'll be a good day. Feel good, feel great, can't complain. Look out my window, see birds in. Die hier macht Probleme beim Starten. Und ab und zu, ich glaube, der Vergaser muss was gemacht werden. Die Zündkerze werde ich die Tage anschauen müssen. Morgen ist nämlich Abfahrt. Wir haben das schönste Ziel jetzt angeschaut. Und morgen ist Abfahrt. 2 Tage Fahrt. Vielleicht sogar 3. Es sind mehr Kilometer, weil ich bin weiter weg von zu Hause. Ich bin auch ziemlich am Arsch. Kann sein, dass ich einfach 3 Tage brauche statt 2. Bei der Heimfahrt öfters mal so. Gute Nacht, Quarz. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war mal wieder eine Jahrestour